unabhängig. Ja, vielen Dank, Stefan Kulle. In der Tat, diese Aktuelle Stunde, die erwarten wir hier in wenigen Minuten. Und es ist ein bisschen eine Besonderheit. Es wird nicht nur um die Debatte rund um Enteignungen von Wohnungsgesellschaften gehen, die am Wochenende so richtig hohe Wellen geschlagen hat, Sie sagen es, sondern das Thema ist etwas weiter gefasst. Es geht insgesamt um das Thema Wohnen, Mieten, steigende Mieten und auch natürlich die Frage von Enteignungen. Wie kommt das zustande? Es hatten drei Fraktionen für diese Woche im Bundestag Aktuelle Stunden beantragt, jeweils mit etwas anderer Schwerpunktsetzung. Die FDP, die wollte heute eigentlich eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Keine Enteignung, Wohnraummangel durch Neubau lösen. Die Linke beispielsweise hat ebenfalls eine Aktuelle Stunde beantragt, die wäre morgen gekommen. Die hätte den Titel getragen Proteste gegen die Mietenpolitik der Bundesregierung. Also Sie sehen die unterschiedliche Schwerpunktsetzung. Auch die Grünen hatten zu dem Thema noch eine Aktuelle Stunde beantragt. Und deswegen ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert, dass man sich interfraktionell vereinbart hat, eine Aktuelle Stunde daraus zu machen, die dann etwas den neutraleren Titel trägt, Wohnraummiete in Deutschland. Jede Fraktion hat deswegen auch zusätzlich einen Redner mehr als sonst. Also das wird eine etwas ausführliche Aktuelle Stunde, aber weil das Thema eben auch ein riesengroßes ist. Bundesweit waren ja am vergangenen Wochenende 55.000 Menschen gegen steigende Mieten auf die Straße gegangen. Und der Grünen-Chef Robert Habeck, der hat vor allem die Diskussion noch mal angeheizt. Denn er hat gesagt, eine solche Maßnahme, nämlich die Enteignung von Wohnungsgesellschaften, die könne er sich vorstellen. Und er erntete dafür harsche Kritik, beispielsweise von der CSU, von der FDP, auch von der AfD, auch SPD-Chefin Andrea Nahles lehnte Enteignungen ab. Und die Bundeskanzlerin übrigens, weil wir jetzt noch einen kleinen Moment Zeit haben, bis die Aktuelle Stunde aufgerufen wird, die hat vorhin hier, als sie ja dem Parlament Rede und Antwort stand in der Regierungsbefragung mit Bundeskanzlerin, auch Angela Merkel, die hat sich hier im Bundestag heute am früheren Nachmittag vehement gegen Enteignungen von Wohnungskonzernen gewandt. Sie sagte, zu glauben, es entstünden mehr Wohnungen, wenn wir die enteignen, die Wohnungen bauen, halten wir glatt für den falschen Weg. Das sagte sie heute, wie gesagt, in der Befragung der Bundeskanzlerin, bevor sie sich dann ja auf den Weg nach Brüssel machte. Also die Bundeskanzlerin, die ist natürlich jetzt bei dieser Aktuellen Stunde nicht dabei. Ja, jetzt im Moment, ich schaue mal, der Bundestagsvize Präsident Thomas Oppermann, der müsste jetzt eigentlich, weil es für 15:35, 15:40 angekündigt war, dass man hier die Aktuelle Stunde aufrufen wird, jetzt die Fragestunde, die hier zwischendrin war, wo Abgeordnete schriftlich Fragen eingereicht haben, die dann meist von parlamentarischen Staatssekretären aus den Ministerien beantwortet werden. Also diese Fragestunde, die soll jetzt zu Ende gehen. Ich habe auch gerade gesehen, dass Thomas Oppermann zu einer Abgeordneten, die gerade noch hier gefragt hat für den Bereich Ernährung und Landwirtschaft, abgewunken hat sozusagen und angedeutet hat, nein, nein, jetzt ist Zeit für die Aktuelle Stunde. Also wir hören jetzt mal rein ins Plenum. Thomas Oppermann, der Bundestagsvizepräsident. Aber natürlich darf Frau Konrad noch ihre zweite Nachfrage stellen. Ja, vielen Dank. Die landwirtschaftliche Sozialversicherung bewertet diese Schutzmaßnahmen oder dieses Tragen der Schutzanzüge aus arbeitsmedizinischer Sicht als sehr, sehr kritisch. Ist Ihnen das bewusst, die Stellungnahme der SLVG? Und wie sieht es denn dann nach Ihrer Theorie aus mit Menschen, mit Wanderern, mit Touristen, aber auch mit Jägern, die im Weinberg unterwegs sind, die natürlich dort mit Pferden gehalten werden sollen? Wir wollen ja nicht zu den Methoden aus dem Allgäu, wo Weiden gesperrt werden, weil Tierhalter verurteilt werden. Wie sind diese haftungsrechtlichen Fragen dann in dem Zusammenhang auch zu bewerten? Denn Sie wissen, das betrifft sowohl konventionelle als auch ökologisch wirtschaftende Winzer gleichermaßen. Gut, also ökologische Winzer benutzen zwar Kupfer als Pflanzenschutzmittel, aber nicht diese Mittel, die hier in Frage stehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, aber Kupfer ist auch ein Pflanzenschutzmittel mit erheblichen Nebenwirkungen, weil es ein Schwermetall ist. Aber in der Tat, das ist ja einer dieser Zielkonflikte, in denen wir stehen. Einerseits geht es um den größtmöglichen Gesundheitsschutz der Landwirte, der Anwender. Ich glaube, da stimmen wir ja überein.
Andererseits geht es darum, dass es auch praktikabel anwendbar ist. Und Sie haben gerade erwähnt, dass das, was die Arbeitsausführung betrifft, zu besonderen Belastungen führt. Was wir jetzt versuchen im Gespräch mit den Verbänden und den Bundesländern ist, zu einer praktikablen Regelung zu kommen, die einerseits den größtmöglichen Schutz für die Menschen vor Ort betrifft, andererseits aber so praktikabel umsetzbar ist, dass diese monströsen Bilder von den vermummten Männchen, die durch die Weinberge laufen, natürlich so, wenn es irgend geht, nicht stattfinden sollen. Vielen Dank. Ich danke allen Fragestellern und natürlich auch dem Staatssekretär Stübgen für die vertieften Einblicke in die Arbeit seines Hauses. Damit ist die Fragestunde beendet. Und wir kommen jetzt zur Aktuellen Stunde. Ich rufe diesen Zusatzpunkt auf. Alle Fraktionen haben eine Aktuelle Stunde zu dem Thema Wohnraummiete in Deutschland beantragt. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als erste Rednerin die parlamentarische Staatssekretärin Rita Hagel-Kehl. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bezahlbares Wohnen ist eine der großen sozialen Fragen dieser Zeit. Was heute zum Allgemeinplatz geworden ist, das ist noch nicht allzu lange so. Noch bevor in Berlin über Enteignungen diskutiert wurde und große Demonstrationen gegen hohe Mieten stattfanden, nämlich bereits im Jahr 2013, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unter Minister Heiko Maas die Mietpreisbremse auf den Weg gebracht. Damals haben viele Zeter und Mordio geschrien. Aber, wenn Sie mich fragen, man hätte die Mietpreisbremse bereits damals schärfer stellen sollen. Denn dann würde sie die Entwicklung noch besser bremsen. Davon bin ich überzeugt. Seit Beginn der Legislaturperiode arbeiten wir im Bereich Wohnen, Miete mit Hochdruck an weiteren Verbesserungen des Mieterschutzes. Dafür hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag und beim Wohngipfel ein Programm gegeben. Das ist nicht in Stein gemeißelt und enthält nicht alles, was aus Mietersicht wünschenswert wäre. Aber es sind die ersten Schritte zu weiterem Schutz vor überhöhten Mieten und vor Verdrängung. Denn sozialer Zusammenhalt und Toleranz setzen voraus, dass die Menschen noch die Räume haben, in denen sie sich begegnen können. Mit dem Ende 2018 verabschiedeten Mieterschutzgesetz haben wir schon erste Maßnahmen für bezahlbare Mieten erfolgreich auf den Weg gebracht. Durch mehr Transparenz bei der Mietpreisbremse und der abgesenkten Umlage für Modernisierungen wird das Herausmodernisieren künftig schwieriger. Das stärkt die Rechte der Mieter und schützt sie vor Druck durch den Vermieter. Damit wird es aber nicht sein Bewenden haben. Aus der Vielzahl der Punkte, die wir noch vorhaben, will ich Ihnen noch drei weitere nennen, bei denen wir noch 2019 Vorschläge machen werden. Das sind folgende Punkte. Erstens die Verlängerung der Mietpreisbremse um weitere 5 Jahre. Hierbei geht es uns auch darum, dass wir die Voraussetzung der Rüge abschaffen müssen. Wenn der Mieter zuerst rügen muss und dann eben ein Recht hat auf Rückerstattung und das eben nicht von Beginn weg, dann hat er damit auch gleichzeitig nichts in der Hand, dass der Vermieter zunächst eine höhere Miete ansetzt. Und genau das glauben wir, dass das auch eine große Rolle spielen wird. Zweitens, die Verlängerung des Betrachtungszeitraums der ortsüblichen Vergleichsmiete von 4 auf 6 Jahren. Das ist ein Beschluss des Wohngipfels vom September 2018. Dieser wird ebenfalls zu einer Dämpfung des Mietanstiegs führen. Und drittens wollen wir auch senken die Nebenkosten, die eben anfallen, wenn jemand ein Wohneigentum erwirbt. Uns geht es darum, damit junge Menschen auch möglichst frühzeitig sich ein Wohneigentum zulegen können und damit auch einen Schutz vor höheren Mieten haben, aber auch einen Schutz haben vor Verdrängung. Und dazu fordern wir und unsere Ministerin vor allem, und das wurde auch eben auf dem Wohngipfel schon gesagt, das Bestellerprinzip beim Immobilienkauf. Applaus
Im Folgenden geht es aber auch darum, welche Maßnahmen im Baubereich ergriffen werden. Denn es nützt nichts, wenn wir nur Mieterschutz machen, aber gleichzeitig nicht gebaut wird, weil die Nachfrage nach Wohnungen da ist. Und deswegen übergebe ich dann auch gerne den im Folgenden Redenden werden, der Kollege Marco Wanderwitz, der seine Sicht aus dem Baubereich darstellen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Peter Hagel-Kehl war das, die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesjustizministerium, die hier diese Aktuelle Stunde eröffnet hat. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, vor ein paar Jahren war der deutsche Wohnungsmarkt noch vergleichsweise entspannt. Das war zu Zeiten, als man in London zum Beispiel zwei gut bezahlte Jobs haben musste, um sich eine WG-Zimmer noch in einer guten Lage leisten zu können. Von einer eigenen Wohnung konnten da viele nur träumen. Heute ist Berlin auf dem besten Weg in eine ähnliche Situation. München, Hamburg und Dresden auch. Wie kommt's? Die Gründe liegen eigentlich auf der Hand und die Herren von den Altparteien müssten das eigentlich am besten wissen. Wer hat denn im Jahr 2006 beschlossen, den gesamten kommunalen Wohnungsbestand in Dresden an ausländische Immobilienspekulanten zu verhökern? Ich kann Sie erinnern, das war der Dresdner Stadtrat mit den Stimmen von CDU, FDP und der PDS. Ausgerechnet den Parteien, die sich um die Mietpreise sorgen. 48.000 Wohnungen wurden damals an die US-amerikanische Investorgruppe Fortress verkauft. Sie konnte sich mit ihrem Angebot gegen Apellas durchsetzen. Das ist übrigens die Beteiligungsgesellschaft von ihrem Spezialfreund George Soros. Frau Barley steht ja in sehr gutem Verhältnis zu ihm und ich nehme an, der ein oder andere hier auch. Nun ja, Herr Soros hat es dann gemeinsam mit ihrer großzügigen gemeinsamen Unterstützung geschafft, die Mieten mit anderen Mitteln nach oben zu treiben. Und zwar mit seiner Propaganda für offene Grenzen. Allein in den 3 Jahren von 2015 bis 2017 betrug der Wanderungsüberschuss ca. 2 Millionen Menschen, von denen die meisten in die Städte drängten. Das ist ein ganz offensichtlicher Zusammenhang, der hier aber geflissentlich übersehen wird. Ja, machen Sie sich nur lustig. Sie werden schon noch sehen, was Sie davon haben. Ja, eben. Für wie dumm halten Sie eigentlich die Wähler? Ja, glauben Sie im Ernst, man kann hier Millionen von Menschen neu ansiedeln, ohne dass sich das auf die Mietpreise auswirkt? Das Dumme ist nur, dass fleißig arbeitende und steuerzahlende deutsche Bürger die Zeche bezahlen müssen. Dass eine bodenlose Ungerechtigkeit ist, müsste ich eigentlich jeden einleuchten, das brauche ich Ihnen eigentlich nicht erklären. Ja, wie immer. Ja, werte Kollegen, es gibt auch viele türkische Familien, die hier ihre Steuern bezahlen. Für die sind die steigenden Mieten übrigens genauso ein Problem. Und auch sie fühlen sich benachteiligt gegenüber den sogenannten Flüchtlingen. Auch wenn 2018 nur 165.000 Asylbewerber plus 40.000 Visa für Familiennachzug plus 10.000 Illegale nach Deutschland gekommen sind, entspricht das immer noch einer Stadt in der Größe Lübecks. Der Zuzug von 2 Millionen Menschen erfordert den 10-fachen Wohnraum von Lübeck, damit Sie sich das mal plastisch vorstellen können. Oder 33 neue Städte in der Größe von Görlitz. Da wird es dann ganz schön eng in einem der am dichtesten besiedelten Länder Europas. Ja, ist es denn ein Wunder, dass die Mietpreise durch die Decke gehen? In Berlin lief übrigens ein ähnliches Spiel wie in Dresden. 65.000 Wohnungen aus dem kommunalen Wohnungsbestand wurden an ein Konsortium internationaler Fondsgesellschaften veräußert. Für schlappe 400 Millionen Euro. Das sind übrigens gerade mal 6.000 Euro pro Wohnung. Die Vorlage erstellte damals die rot-rote Regierung, also die Kommunisten und die Sozialisten, die bis heute ihr trügerisches soziales Image pflegen. Ja, was soll man dazu sagen? Und wenn die Grünen jetzt noch mehr sozialen Wohnungsbau vorschlagen, anstatt die Überbesiedlung unseres Landes samt ihren ökologischen Konsequenzen anzugehen, dann ist ihnen wirklich nicht mehr zu helfen. Die AfD-Fraktion hätte da ein paar Lösungsvorschläge, um die Mietpreise zu drosseln. Doch, doch. Von Ihnen kommt ja solche Vorschläge nie. Erstens, Maßnahmen gegen gemeinwohlfeindliche, man könnte auch sagen asoziale Immobilienspekulanten. Zweitens,
Konsequente Rückführung aller nicht bleibeberechtigter Personen und Abweisung illegaler Einwanderer an der Grenze. Und drittens Ausstieg aus dem Migrationspakt. Übrigens haben wir im Osten noch reichlich bezahlbaren Wohnraum anzubieten, insbesondere in meinem Wahlkreis Görlitz. Das ist auch eine sehr schöne Gegend, und wenn sie die Bundesregierung dort nicht so viele Arbeitsplätze vernichten würde, dann könnte man dort auch gut arbeiten und auch leben. Vielen Dank. Tino Chrupalla war das für die AfD-Fraktion. Jetzt hören wir ebenfalls für die Bundesregierung den parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, das ja auch für Bau zuständig ist, Marco Wanderwitz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde dann wieder zum Thema sprechen wollen, nämlich zu Bau und Wohnen, und würde in der Tat auch mit dem Satz beginnen, den Kollegin Hagel-Kehl bereits zitiert hat, nämlich, dass wir in der Tat mit dem Wohnen eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit heute hier besprechen und wir als Bundesregierung bearbeiten, und zwar gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen. Denn da liegt die gemeinsame Verantwortung für dieses wichtige Thema. Und genau deshalb haben wir uns auch im September letzten Jahres zum ersten Wohngipfel zusammengefunden bei der Bundeskanzlerin, gemeinsam mit Ländern und Kommunen, und haben unsere Konzepte übereinandergelegt und haben uns Hausaufgaben aufgegeben. Für uns, für die Bundesregierung, finden sich diese in unserem Koalitionsvertrag wieder, den wir abarbeiten. Ich möchte bei der Gelegenheit festhalten, dass es erhebliche regionale Unterschiede in unserem Land gibt. Und das sieht man auch sehr bei dieser Thematik. Es gibt extrem sehr betroffene Gegenden, zum Beispiel hier Berlin. Es sind zumeist große Städte. Es sind aber auch teilweise Umfeldregionen von Boomstädten. Und im Gegenzug gibt es Regionen, die vom Thema Mietpreissteigerung und vom Thema Wohnungsknappheit nicht oder nur sehr gering betroffen sind. Das zumindest gilt es festzuhalten, kommt mir bei der aufgeregten Debatte der letzten Tage manches Mal ein wenig zu kurz. Und deshalb ist das Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch Teil unserer Antwort auf das Thema Mietprobleme, insbesondere in großen Städten. Wenn wir 1,5 Millionen fehlende Wohnungen haben in Deutschland, in gewissen Regionen, und gleichzeitig 2 Millionen Leerstand in anderen Regionen, dann muss doch Teil der Lösung sein, und das wollen wir, deswegen gibt es die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, die jetzt zum Sommer vorlegen wird, dann muss doch Teil der Lösung sein, dass uns unter dem Gesichtspunkt Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aktivere, proaktivere Strukturpolitik es gelingt, dass die Menschen nicht mehr wie bisher viel zu oft wegziehen aus den strukturschwachen ländlichen Regionen, dort damit Probleme entstehen und auf der anderen Seite der Zuzug in den großen Städten die Probleme bringt. Und deswegen sind wir bei dem Thema Daseinsvorsorge, deswegen sind wir bei der Milchkanne, Frau Kollegin Göring-Eckardt, deswegen sind wir bei dem Thema Mobilität, deswegen sind wir beim Thema Arbeitsplätze. Und da finde ich, ist das, was wir jetzt in der sogenannten Kohlekommission zum Thema Strukturwandel in den Braunkohlenregionen uns vorgenommen haben, gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, aus meiner Sicht eine gute Blaupause. Und in diesem Sinne wird auch die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse im Sommer Vorschläge liefern. Ich möchte als erstes nicht über Mieten sprechen, sondern ich möchte als erstes über Wohnen im Eigentum sprechen. Warum? Weil wir eines der Länder sind im Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarländern, was die niedrigste Wohneigentumsquote hat. Und auch das ist Teil des Problems in diesem Land. Wenn die Wohneigentumsquote nämlich höher wäre, so hoch wie in anderen Ländern, hätten wir dieses Mietproblem in geringerem Maße. Und deswegen hat sich diese Bundesregierung vorgenommen, die Wohneigentumsquote zu erhöhen. Und deswegen ist, auch wenn ich weiß, dass das manchen nicht gefällt, wahrscheinlich weil sie was gegen Wohneigentum haben, selbst genutzt ist, ist eines der wichtigsten Instrumente, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, so wie es im Koalitionsvertrag drinsteht, das Baukindergeld. 1.200 Euro pro Jahr pro Kind für 10 Jahre für junge Familien, die Wohneigentum erwerben wollen. Und zwar völlig egal, ob sie es im Bestand erwerben oder ob sie dafür neu bauen. Es geht vor allen Dingen darum, Familien in Eigentum zu bringen, damit sie künftig Wohneigentümer und nicht mehr Mieter sind. Deswegen bin ich sehr stolz auf dieses Baukindergeld, was wir binnen 6 Monaten zum Fliegen gekriegt haben. 1,7 Milliarden Euro sind mittlerweile gebunden, 83.000 Anträge sind gestellt. Die ersten 4.000 haben jetzt ihre Auszahlungen bekommen, gerade mal ein Jahr, nachdem die Regierung angefangen hat zu arbeiten. Ich finde, das ist durchaus sehr vorzeigbar.
Wir wollen die Wohnungsbauprämie ertüchtigen, die Wohnungsbauprämie attraktiver machen. Wir haben uns vorgenommen, ein begleitendes Bürgschaftsprogramm zum Thema Eigentumserwerb auf den Weg zu bringen. Dies wiederum, wie schon das Baukindergeld mit der KfW. Wir appellieren intensiv in dem Bereich, in dem wir als Bund keine eigene Kompetenz haben, dass die Länder dort das tun, was dem gesunden Menschenverstand entspricht, nämlich beim Thema Nebenkosten aufhören, an der Grunderwerbsteuerschraube zu drehen. Bayern und Sachsen sind da die beiden Vorbilder, die haben es nicht getan. Alle anderen haben zugelangt. Das Mindeste, was da rauskommen muss, ist ein Freibetrag für erstmaligen Wohneigentumserwerb. Wir haben das Thema Bauland als ein Nadelöhr identifiziert, was nicht besonders schwer ist, aber wir bearbeiten es auch. Und zwar mit einer Baulandkommission, die seit einigen Monaten arbeitet, die intensiv arbeitet. Das weiß ich deshalb, weil ich gemeinsam mit einigen Kollegen hier aus dem Bundestag und vielen Expertinnen und Experten aus den Ländern, den Kommunen und den Verbänden dort drin bin, diese Kommission leite. Wir wollen das Nadelöhr Bauland aufweiten. Ich nenne einfach mal ein paar Stichpunkte, die derzeit diskutiert werden. Bauordnungsrecht, insbesondere das Thema, dass die Musterbauordnung auch in ganz Deutschland gilt und eben nicht nur ein Muster ist und am Ende gibt es dann doch 16 Landesbauordnungen. Es geht um das Thema Verdichtung, es geht um das Thema Dachgeschossausbau beispielsweise, es geht um das Thema Dorfkern, es geht um das Thema moderates Mehr an Möglichkeiten des Bauens im Außenbereich, wo beispielsweise Familien über Land verfügen, wo sie bauen wollten, zum Beispiel unmittelbar neben dem Bauernhaus, was den Eltern gehört und es derzeit eben nicht können. Es geht um das Thema Aktivierung öffentlicher Grundstücke. Die BIMA geht da beispielsweise schon voran. Das Eisenbahnsondervermögen ist noch ein weiteres Thema beim Bund. Aber auch die Länder haben natürlich öffentliche Grundstücke und deswegen haben sie sich auch verpflichtet, diese zu aktivieren. Es geht um das Thema Erbbaurechte, es geht um das Thema kommunale Bodenpolitik, es geht beispielsweise auch um das Thema des 13b Baugesetzbuch, der befristet bis Ende dieses Jahres läuft und der, auch wenn die Evaluation nach relativ kurzer Zeit schwierig ist, sich aus meiner Sicht als gut taugliches Instrument erwiesen hat, mit eben etwas weniger Aufwand schneller zu Ergebnissen, zu Baugenehmigungen zu kommen. Ich komme vom Thema Wohnen im Eigentum zum Thema Wohnen im Mietobjekt. Und die Bundeskanzlerin hat es vorhin schon angesprochen bei ihrer Befragung. Am Freitag ist mal wieder Bundesrat. Eines der zentralen Instrumente unseres regierungsseitigen Instrumentenkoffers für das Thema Mietwohnungsbau ist die Sonder-AFA. Eine befristete, das kann man kritisieren. Ich bin sehr dafür, dass wir darüber sprechen, wie man das mittelfristig in eine höhere Abschreibung insgesamt umwandeln kann. Aber jetzt erstmal das Instrument einen Impuls geben für 4 Jahre, nicht nur die 2% lineare Abschreibung pro Jahr, sondern 5% extra pro Jahr. Das kostet Steuergeld, das sind Steuermindereinnahmen. Und genau deswegen hängt es im Bund, weil die Länder, deswegen hängt es im Bundesrat, weil die Länder offensichtlich nicht willens sind, ihren Teil zur Lösung beizutragen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, wo ich nicht anders kann, als deutlich zu sagen, dass die Länder hier bis auf wenige löbliche Ausnahmen die letzten Jahre kein Ruhmesblatt vorzuweisen haben. Und das ist das Thema sozialer Wohnungsbau. Und wenn ich beispielsweise den Kollege Wegner sehe, der ja aus Berlin kommt, und dann so vor meinem geistigen Auge die Berliner Bausenatorin am Wochenende auf einer Demo sehe, wo sie faktisch gegen ihre eigene Politik demonstriert, dann stelle ich mir schon die Frage, was für eine Art von Persönlichkeitsspaltung man da haben muss. Berlin hat komplett versagt beim sozialen Wohnungsbau mit einer linken Bausenatorin. Also insofern machen Sie Ihre Hausaufgaben, dann können Sie bei dem Thema wieder mitdiskutieren. Wir haben als Bund jedenfalls 18 und 19 1,5 Milliarden Euro pro Jahr den Ländern zur Verfügung gestellt. Und Gott sei Dank ist diese Grundgesetzänderung, nämlich dass wir ab 2020 wieder selbst im sozialen Wohnungsbau einsteigen können, ja, nachdem sie auch eine kleine Schleife durch den Bundesrat gedreht ist, durchgegangen. Aber bis dahin erwarte ich, dass die Länder, ich habe heute beispielsweise Positives aus Niedersachsen gelesen, dass die Länder endlich mit dem Geld mehr das tun, wofür es ursprünglich mal vorgesehen war, nämlich Sozialwohnungsbau. Mir ist klar, dass es nur eine investive Zweckbindung gibt und deswegen kein Missbrauch durch die Länder im eigentlichen Sinne mit diesem Bundesgeld stattgefunden hat, in allermeisten Fällen in den letzten Jahren. Aber seit der Bund nicht mehr die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau trägt, seit 2006, seit es damals die Föderalismusreformkommission gab, hat sich der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland halbiert. Und dafür tragen die Verantwortung Landesregierung und niemand hier in diesem Haus.
Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist das Thema Wohngeldreform. Die werden wir zum 01.01.2020 zum Fliegen bekommen. Schon wieder, im Sinne von, die letzte ist noch nicht so lang her. Warum? Weil es Not tut. Und deswegen will ich auch ausdrücklich sagen, wir brauchen regelmäßige Anpassungen der Bedarfssätze. Das kann man Dynamisierung nennen. Wir sind dazu innerhalb der Bundesregierung noch intensiv im Verhandeln. Aber diese Wohngeldreform steht ebenfalls auf unserer Tagesordnung, so wie sie im Koalitionsvertrag steht. Wir arbeiten das ab, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn die Länder und die Kommunen mittun, bin ich guten Mutes, dass wir das Thema nicht morgen gelöst haben, aber dass wir zu Ende der Legislaturperiode erheblich weitergekommen sind. Dankeschön. Marco Banderwitz war das, der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium. Und er hat sozusagen die Vorlage gegeben für Christian Lindner, den Parteienfraktionschef der FDP. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir alle wissen, dass die Wohnungsmärkte angespannt sind. Ja klar, auch gerade wir hier, die wir als Abgeordnete in Berlin tätig sind, hier einen Zweitwohnsitz haben, wir kennen das auch aus eigener Betroffenheit. Nun haben wir oft das Einkommen, das in der Lage ist, uns Wohnraum erschwinglich zu machen, aber wir kennen die Situation hier und deshalb leugnet niemand die angespannte Situation, auch wir nicht. Aber es handelt sich nicht um Marktversagen, sondern im Gegenteil, die Märkte funktionieren sehr gut. Die Märkte zeigen nämlich an, dass wir eine hohe Nachfrage bei einem knappen Angebot haben. Wir können darauf reagieren durch die individuelle Unterstützung von Bedürftigen, zum Beispiel durch eine Subjektförderung aller Wohngeld. Vor allen Dingen muss aber Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden. Und das geht nur, indem mehr gebaut wird, denn eine Enteignung schafft nicht eine einzige zusätzliche Wohnung. Übrigens in dem Zusammenhang mal, hier wird gesprochen über Soros und Spekulanten und so weiter. In welchem Zustand waren denn die öffentlichen Wohnungen, die damals privatisiert worden sind, wo Private dann in Sanierung investieren mussten? Und wem gehören heute diese Wohnungsportfolios? Lebensversicherungen, Versorgungswerke, oft sind es kirchliche Träger. Wer da pauschal von Spekulanten spricht mit allen Nebenbedeutungen, wird der wirklichen Situation überhaupt gar nicht gerecht. Also mehr bauen. Mehr bauen durch attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, schnellere Baugenehmigungen auch durch die Möglichkeit der Digitalisierung, Flächen ausweisen, nachverdichten, Dachgeschosse ausbauen, aufstocken, Baukosten reduzieren. Eine Enteignung, wie sie jetzt wieder in die Debatte eingebracht wird, führt nur dazu, dass der Mangel anders verwaltet wird, aber nicht, dass er aufgehoben wird. Und im Übrigen, Herr Staatssekretär, wenn Sie hier sprechen über Energiekosten, finde ich es richtig, dass Sie das Augenmerk darauf lenken, dass wir nicht nur über die Kaltmiete sprechen dürfen, sondern wir müssen auch über die Warmmiete sprechen. Das ist ja für die Mieterinnen und Mieter entscheidend. Wie ist die Warmmiete? Wo sind da die Vorschläge von Bündnis 90, die Grünen oder der Bundesregierung, um endlich unsere Energiekosten unter Kontrolle zu bekommen, weil wir nämlich inzwischen die höchsten Strompreise für private Verbraucher haben? Das belastet die auch. So, nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es den Vorschlag Enteignung hier in Berlin. Und der Parteivorsitzende der Grünen hat sich da auch ganz an die Spitze der Bewegung gesetzt. Ja, in Artikel 15 des Grundgesetzes ist das vorgesehen. Das ist archaisches Verfassungsrecht. Denn das ist ein Recht, das geschaffen worden ist vor dem Godesberger Parteitag der SPD. Es ist geschaffen worden zu einer Zeit des Aalener Programms der CDU, als sie noch die Verstaatlichung der Industrie wollten. Danach kam Ludwig Erhard, danach kam das Wirtschaftswunder, die Erfolgsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft. Und Hunderttausende, nein, Millionen Wohnungen, die in Deutschland gebaut worden sind, und zwar aus dem Markt heraus in gesellschaftlicher Verantwortung. In der DDR jedenfalls war das Wohnen nicht sozialer und besser. Und dann sagt Herr Hofreiter, ja, für Autobahnen und Tagebau wird auch enteignet. Das ist ein interessantes Argument. Da wird enteignet, weil es kein milderes Mittel gibt. Es gäbe aber mildere Mittel am Wohnungsmarkt, zum Beispiel, indem man Flächen ausweitet, zum Beispiel, indem man in den Landesentwicklungsplänen Siedlungsfläche vorsieht. Oft genug sind es die Grünen, die das verhindern. Schauen wir alleine nur
Schauen wir alleine nur auf das Land Berlin als Beispiel. Westkreuz Berlin, 1000 Wohnungen könnten geschaffen werden. Der grüne Baustadtrat will aber lieber eine Grünfläche, deshalb findet dort keine Bebauung statt. Tempelhofer Feld, da könnten 4800 Wohnungen geschaffen werden. Grüne und Linke sind dagegen, 4800 Wohnungen nicht gebaut. Elisabeth Aue hier in Berlin-Pankow. 5000 Wohnungen könnten gebaut werden. Auf Drängen der Grünen schließt der Senat das aus. Alleine in Berlin gehen 11000 nicht gebaute Wohnungen auf das Konto der Verhinderer von Bündnis 90 Die Grünen. Und dann stellen Sie sich ganz nach vorne und sagen, ja, wir müssen enteignen. Sie selbst lenken von Ihrem eigenen Versagen hier in der Hauptstadt ab. Und ein letzter Gedanke. Nach den Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung fehlen in Deutschland 1,9 Millionen Wohnungen. Das sind etwa 250 Milliarden Euro Investitionsbedarf. Wo soll das denn herkommen? Von der öffentlichen Hand mit Schuldenbremse? Das geht nur mit privatem Kapital. Und mit Enteignungsdebatten, wie Sie sie führen, schrecken Sie privates Kapital ab, ausgerechnet da, wo wir es brauchen. Wir entspannen auch die Mietmärkte, wenn mehr Eigentum möglich ist. Ich stimme dem Staatssekretär hier ausdrücklich zu. Also sorgen wir dafür, dass auch Normalverdiener in die Reichweite von Eigentum kommen. Das wäre übrigens auch eine Form privater Altersvorsorge. Das Baukindergeld hat zumindest das richtige Motiv. Aber es ist das falsche Instrument, weil es nicht zielgenau ist. Richtig und gut wäre, es gäbe öffentlich abgesicherte Kredite, auch für Familien mit normalem Einkommen. Und wir würden endlich auf die Grunderwerbssteuer bei den Menschen verzichten, die zum ersten Mal in der Geschichte der Familie überhaupt Eigentum erwerben wollen. Christian Lindner war das für die FDP, der Parteienfraktionsvorsitzende. Und wir haben jetzt einen quasi Reigen der Opposition, der Fraktionsvorsitzenden. Jetzt Dietmar Bartsch für die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, offensichtlich haben wir ein großes Problem. Das macht es ja schon deutlich, dass sich alle darüber einig sind, dass wir hier eine erweiterte Aktuelle Stunde haben. Das hatten wir seit 15 Jahren nicht mehr im Deutschen Bundestag. Also dass es ein Problem gibt, das scheint ja offensichtlich hier im Hause allgemeingut zu sein. Ich will mal Fragen gerne, ansonsten Ruhe. Wir haben in Deutschland ein Problem, das wurde vor allen Dingen am letzten Wochenende deutlich. Zehntausende waren auf den Straßen und haben für bezahlbaren Wohnraum demonstriert und sie haben gegen die Mietenpolitik der Bundesregierung protestiert. Das ist der erste Punkt. Zweitens ist, ich will mal Folgendes sagen, als wir hier in dem Hohen Haus über die Flüchtlingsfrage debattiert haben, wurde sehr häufig über die Ängste der Bürgerinnen und Bürger geredet. Ich kann Ihnen nur sagen, die, die auf den Straßen waren und viele andere, die haben Ängste. Die haben Ängste, dass sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlt können. Die haben Ängste, dass sie aus ihren Wohnungen raus müssen. Das sind reale Ängste, um die wir uns wirklich kümmern müssen, meine Damen und Herren. Die Wohnungsfrage ist in Deutschland die zentrale soziale Frage der Gegenwart. Und so müssen wir entsprechend handeln. Und dann gibt es einen zweiten Grund, weshalb das umfangreich behandelt wird. Der hat mit dem schönen Wort enteignen zu tun. Auch der Herr Lindner ist eben dort umfangreich darauf eingegangen. Einige kriegen Schweißperlen, andere kriegen Schnappatmung. Ich will nur kurz NRW Schwarz-Gelb, wenn ich das richtig weiß, hat beim Hambacher Forst enteignet. Also es ist immer so ein bisschen auch eine Sache, wie man das sieht. Aber ich will mal Folgendes sagen. Eins ist doch deutlich. Der Markt, dass der nicht alles regelt, das zeigen doch die Ergebnisse. Und wenn die Bundesregierung sich hier hinstellt, dass es alles läuft, ich meine, Frau Merkel regiert hier seit gefühlt 100 Jahren. Das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist Ergebnis Ihrer Politik. Sie haben dafür gesorgt, im Übrigen auch mit den Entscheidungen, das 2006 in die Länder zu geben. Wir waren damals dagegen. Man hätte den sozialen Wohnungsbau eben nicht dorthin geben müssen, damit wir uns mehr engagieren können. Und jetzt noch zum Thema deutsche Wohnen. Also, weil die natürlich besonders sind. Das ist ein Unternehmen, das hat im letzten Jahr 1,8 Milliarden Gewinn gemacht. Das ist ein Unternehmen, das hat 18% Rendite gemacht. Der Chef hat 4,5 Millionen eingesagt. Da sagen Sie was von Markt, Herr Lindner? Nee, der Markt. Es gibt keinen Mittelständler, der diese 18% macht. Das ist nämlich zu Lasten der Mieterinnen und Mieter. Die sind ausgepresst worden. Es sind massive Mietsteigerungen vorgenommen worden. Selbst die 17 Millionen
Milliarden, die wir alle in Wohngeld- und Wohnkostenzuschüsse geben, diese ganzen Kosten landen dort. Das ist Enteignung. Das ist Enteignung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist die Wahrheit. Denn Deutsche Wohnen und Vonovia haben nicht eine Wohnung gebaut. Das ist doch die Realität. Bauen tun ganz andere. Und dann gibt es den schönen Test, den schönen Satz, Enteignung schafft keine Einzelwohnung. Na Donnerwetter. Ich frage mich, wer hat denn das eigentlich gesagt? Ja, natürlich schafft Enteignung keine eigene Wohnung. Das ist eine völlig absurde Behauptung. Nur die Politik bisher hat doch dazu geführt, dass Menschen nur noch diesen Ausweg sehen und sagen, wir machen Volksbegehren. Wenn das Zehntausende Unterschriften in wenigen Stunden hat, dann muss man doch mal nachdenken, ob es vielleicht wirklich ein Problem gibt. Das ist doch die Frage. Und wenn dann hier gesagt wird, bauen, bauen. Na ja, gegen Bauen hat doch auch niemand was. Das ist doch auch völlig in Ordnung. Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich. Aber ich will Ihnen mal Folgendes sagen. Es geht doch nicht um Bauen an sich, sondern es muss doch darum gehen, dass wir bezahlbaren Wohnungen neu bauen. Spekuliert wird im Wohnungsmarkt genug. Die Renditen sind sensationell. Natürlich bin ich dafür, Ankauf von Grundstücken erleichtern. Natürlich bin ich für schnellere Baugenehmigungen. Wegen meiner auch das Baurecht ändern. Das ist alles möglich. Aber was wir noch dringender brauchen, sind eben mehr Sozialwohnungen. Wir brauchen wirksam Mietendeckel und nicht die Mietpreisbremse, wo der Name das Beste ist, die ansonsten real versagt hat, meine Damen und Herren. Das ist doch die reale Situation. Und dann noch einmal zu dem Argument der Steuerzahler, und da wird jetzt hier gesagt, in Berlin, wenn man enteignen würde, würde das ja 36 Milliarden kosten und das wäre irgendwie gar nicht mehr da für andere Projekte. Ich meine, so einen Unsinn habe ich auch selten gehört. Ich meine, jeder, der halbwegs was von Bilanzen versteht, der weiß, dass es den Haushalt überhaupt nicht belastet, wenn man eine Anstalt öffentlichen Rechts macht. Überhaupt nicht, weil man nämlich auf der einen Seite dann einen Wohnungsbestand hätte und auf der anderen Seite hätte man Krediten von Banken. Das ist doch völlig absurd. Das hat mit der Schuldenbremse null zu tun, wenn man das rechtlich vernünftig macht. Wenn man es rechtlich vernünftig macht, passiert da gar nichts. Ich kann Ihnen ja mal einen Vorschlag machen. Wie man auf Mietpreise wirklich drücken kann. Man kann doch zum Beispiel mal den Mietspiegel um 5 Jahre nach hinten verlängern. Das würde Druck auf Mietpreise aufmachen. Dann würden sie wirklich nach unten gehen. Das Problem ist, Wohnen ist und bleibt ein Menschenrecht. Und so sollten wir uns wahren und nicht nach den Interessen von Spekulantinnen und Spekulanten, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch war das, der Fraktionschef der Linken. Er sagt, der Markt regelt eben nicht alles. Christian Lindner sagte, die Märkte funktionieren. Hören wir jetzt, was Katrin Göring-Eckardt sagt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Liebe Kollegen, ja, in der Tat reden wir über eine der zentralen sozialen, aber auch gesellschaftlichen Fragen. In dieser Zeit hat sich die Zahl der Wohnungslosen in unserem Land auf 1,2 Millionen erhöht. Es sind immer mehr Familien darunter. Ein Riesenthema. Wir wissen, dass Menschen, die umziehen müssen, in andere Bundesländer zum Beispiel, die Bundespolizistin oder der Bundespolizist, der annimmt, dass er den nächsten Karriereschritt machen will, sich fragt, kann ich mir überhaupt das Wohnen leisten? Wir wissen, dass Studierende sich fragen, kann ich meinen Studienplatz antreten, kann ich mir das Wohnen leisten? Alles das ist Thema derjenigen Menschen, die Tag für Tag Angst haben, bei denen die Wohnungsbesichtigung zum Shooting wird und die zu Tausenden, zu Zehntausenden auf die Straße gehen. Und deswegen ist es richtig, dass wir in der Sache reden und nicht ideologische Kämpfe hier ausfechten, meine Damen und Herren. Und das will ich Ihnen klar und eindeutig sagen. Ich hätte es ja Ihnen und mir gern erspart, über das Thema Enteignung zu reden. Ich hätte gehofft, dass wir wirklich über die dramatische Situation reden und darüber, welche Maßnahmen es denn gibt und nicht über die eine Maßnahme, die es als allerletztes Mittel auch geben muss und die in unserem Grundgesetz steht. Und wer das Grundgesetz hier angreifen will, dem sage ich, das ist das Verrückteste überhaupt, was ich gehört habe in der Demokratie in diesem Parlament. Aber sehr gerne reden wir auch über das, was Enteignung ist. Wie kommt es denn, dass SPD, Union und auch die FDP immer unterstützt haben, dass Zehntausende von Menschen für die Tagebaue in Nordrhein-Westfalen und anderswo, wie das Bundesverfassungsgericht es formuliert, enteignet und zwangsumgesiedelt wurden? Und nein, es gibt keine milderen Maßnahmen, sondern es ist eine klare, das ist eine eindeutige Entscheidung der Enteignung, meine Damen und Herren. Oder nehmen Sie den Straßenbau.
Enteignung aller Orten oder die Verstaatlichung der Hyporil Estate. Auch da hat niemand geschrien, oh Gott, das ist ja Enteignung. Nein, das war ganz locker, das ging ganz einfach, kein Problem für Sie. Aber jetzt, wo es um Spekulanten geht, wo es um Missbrauch von Eigentum geht, und ich rede nicht von kirchlichen Genossenschaften, ich rede nicht von denjenigen, die dafür beitragen, dass sozialer Wohnungsbau funktioniert, sondern ich rede von denen, die gigantische Renditen machen, die versuchen damit, dass sie Leute aus den Wohnungen raustreiben durch Modernisierung etc. pp. Von denen rede ich. Und in dem Augenblick, wo es darum geht, dass Leute Wohnbebauung nicht möglich machen und Felder brach liegen lassen. Da geht es um die letzte Möglichkeit der Enteignung. Und Sie sagen, das geht nicht, das ist ideologisch. Nein, das ist eine Möglichkeit, und über die muss man reden in diesen Zeiten, meine Damen und Herren. Und dann will ich bitte all denen, die da von Sozialismus reden, noch eines sagen. Die da von Sozialismus reden, denen will ich eines sagen. Im Sozialismus in der DDR wurde in mehreren Wellen enteignet. Und es gab mehrere Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, die hinterher dafür im Gefängnis gesessen haben. Und wer jetzt so tut, als ob das, was hier auf Grundlage des Grundgesetzes geschieht, was mit dieser Art von Enteignung zu tun hat und mit dem, was im Sozialismus geschah, dem sage ich, verdammt noch mal, entschuldigen Sie sich bei denjenigen, die darunter gerade gelitten haben, meine Damen und Herren. Das wäre das Mindeste. Das wäre das Mindeste. So. Und jetzt, liebe Bundesregierung, ich meine, Sie haben hier wirklich fast einschläfernde Reden gehalten heute. Und man fragt sich schon, ich scheine ja einen Nerv getroffen zu haben, man fragt sich schon, was tun Sie eigentlich? Was tun Sie eigentlich? Sie unterhalten sich über eine Mietpreisbremse, die nicht funktioniert und die ausläuft. Und dann sagen Sie hier, hätten wir ja gerne anders, können Sie machen, machen Sie aber nicht. Sie unterhalten sich darüber, dass der Soli unbedingt abgebaut werden muss. Kann man machen. Aber dann vergleichen Sie das mal bitte mit den Mietsteigerungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Die 300 Euro Soli für eine Mittelschichtsfamilie, die Sie da vielleicht rauskriegen, werden längst aufgefressen durch das, was in der Vergangenheit an Mietsteigerungen passiert ist. Und zwar um das Drei-, um das Vier-, manchmal um das Zehnfache, wenn Sie nach München gucken, meine Damen und Herren. Und wenn man da über Enteignung reden will, dann können Sie da über Enteignung reden. Sie können sich auch mal fragen, wieso eigentlich so wenige Mittelschichtsfamilien heute noch bauen können. Das Baukindergeld hilft denen noch nicht. Das ist ein Mitnahmeeffekt. Ja, deswegen, weil die Kaufpreise genau wie die Mieten gigantisch gestiegen sind und weil es immer nur ganz wenige sind, nämlich Großinvestoren, die davon profitieren. Und ich sage, das hilft dem Wohnungsmarkt in diesem Land überhaupt nicht, meine Damen und Herren. So, dann will ich zuletzt sagen, wir haben wirklich in den Städten ein riesiges Problem. Und ja, wir haben auf der anderen Seite in den ländlichen Regionen zum Teil die Situation des Leerstandes, zum Teil die Situation, dass man dort sagt, ja, da lebt auch die Großmutter alleine in dem großen Haus. An alles das müssen wir auf andere Weise rangehen. Das ist ein anderes Thema. Aber was wir doch brauchen, sind jetzt echte Maßnahmen. Dass Boden zur Verfügung gestellt wird, auch von der BIMA. Dass das Erbbaurecht eintritt. Dass wir eine echte Mietpreisgarantie haben. Das muss passieren. Dass wir endlich gemeinnützig bauen und dass diese gemeinnützigen Wohnungen auch gemeinnützig, also günstig bleiben. Darum geht es doch heute. Endlich. Und zwar mit Macht. Und ja, natürlich, in Baden-Württemberg passiert das. Nach Schwarz-Gelb ist die Zahl der Sozialwohnungen dort um 500% gestiegen. Um 500%. Das sollten Sie sich hinter die Ohren schreiben. So. Und dann hätten wir noch eine Sache. Frau Kollegin, noch eine Sache, die kommen könnten Sie wir bitte wirklich zum Ende. Gebrauchen, nämlich einen Bauminister, der seine Arbeit macht und vielleicht in so einer Debatte auch mal anwesend wäre. Herzlichen Dank. Katrin Göring-Eckardt war das, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Ihr grüner Parteivorsitzender Robert Habeck, der hatte ja am Wochenende in der Welt am Sonntag etwas gesagt, was ich gleich noch mal erläutere. Jetzt höre ich mal, was Herr Bundestagspräsident Friedrich zu sagen hat. Eine andere Auffassung, die hier vorgetragen wird. Bitte schön, Kollege Grund. Moment, dann wird abgestimmt. Jetzt wird erst mal gefragt. Also wir haben immer noch das Prinzip von Rede und Gegenrede. Und ist der Antrag gestellt worden, wir widersprechen diesem Antrag, weil die Bundesregierung, und da haben zwei parlamentarische Staatssekretäre hier vorgetragen, zum Thema gesprochen. Die Bundesregierung ist gut vertreten, nicht nur personell, sondern auch inhaltlich. Gut, dann lasse ich über den Antrag der Fraktion der FDP
auf Herbeizitierung des Ministers. Abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Ich glaube, das Letztere ist die Mehrheit, oder? Nein? Sind wir uns nicht einig? Also darf ich noch mal fragen, wer gegen den Antrag der FDP ist? Den bitte ich noch mal ans Handzeichen. Ja, das sind die mehrere. Nein? Also wir sind uns leider im Präsidium nicht einig. So, dass ich Sie jetzt bitte, den Saal zu verlassen. Wir müssen einen Hammelsprung machen. So, es gibt etwas Verwirrung hier. Die FDP-Fraktion, die hatte den Geschäftsordnungsantrag gestellt, dass doch Horst Seehofer, der zuständige Bundesbauminister, ja nicht nur Innenminister, der Bau ist ja dem Innenministerium und Heimatministerium auch zugefallen nach der Bundestagswahl. Und die FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer, der hat hier mal nämlich in den Plenarsaal geguckt und hat gesehen, die FDP ist ziemlich stark vertreten, auch Grüne und Linke, die Koalitionsfraktionen. Die sind gar nicht so stark vertreten und er hat hier in der Tat gemerkt, es könnte sein, dass die Opposition hier die Mehrheit im Saal hat und der Bundestagspräsident, Vizepräsident Hans-Peter Friedrich, der musste hier abstimmen lassen über diesen Geschäftsordnungsantrag und in der Tat, dann gab es sozusagen eine unklare Mehrheit. Der Bundestagsvizepräsident, der hier amtiert und die Sitzung leitet, der bespricht sich dann immer mit den Schriftführern, die rechts und links neben ihm sitzen. Das ist immer ein Abgeordnete hier ganz normal der Fraktionen. Das ist immer ein Schriftführer der Opposition und einer der Koalition. Und meistens, wenn es so uneindeutige Abstimmungsergebnisse gibt, dann widersprechen sich die beiden Schriftführer, einmal aus Koalition und einmal aus Oppositionssicht. Und dann sagt der Bundestagsvizepräsident in dem Fall, ich habe keine andere Möglichkeit, als einen Hammelsprung auszurufen. Und dieser Hammelsprung, das ist hier ein Abstimmungsverfahren. Immer wenn es solche unklaren Mehrheiten gibt, bei einfachem Handhochhalten und nicht nachgezählt werden kann, wie beispielsweise bei namentlichen Abstimmungen, dann gibt es dieses Abstimmungsverfahren. Alle Bundestagsabgeordneten müssen hier den Plenarsaal verlassen. Das kann die Regie ganz gut einfangen, weil man kann dann die Türen, die sogenannten Hammelsprungtüren, das sind im Prinzip die Haupteingangstüren hier des Plenarsaals gegenüber des Bundestagspräsidiums, die kann man im Prinzip ganz gut einfangen. Und über diesen Türen, da steht einmal Ja und einmal Nein. Sie sehen es hier oder können es erahnen. In Spiegelschrift sozusagen kann man das lesen. Und alle Abgeordneten, wie gesagt, die müssen hier den Plenarsaal verlassen, müssen sich dann im Westflügel hier im Reichstag vor diesen Türen versammeln. Und dann werden die Türen geschlossen, dann wieder geöffnet auf Geheiß des Bundestagsvizepräsidenten. Und alle müssen dann je nachdem über diesen Geschäftsordnungsantrag der FDP-Fraktion, um das noch mal zu wiederholen, dass Horst Seehofer herbeizitiert wird. Das ist vorgesehen übrigens in der Geschäftsordnung des Bundestages in Paragraph 42, dass sozusagen der Bundestag mit einer bestimmten Mehrheit verlangen kann, dass ein Mitglied der Bundesregierung herbeigerufen wird. Und hier gab es sozusagen den Antrag, weil das Thema Mieten, Wohnen, Enteignung ein so wichtiges ist, dass ja hier immerhin eine interfraktionelle Aktuelle Stunde beantragt worden war, von besonderer Länge auch noch. Nicht nur eine Stunde, sondern noch ungefähr eine Stunde 30, weil jede Fraktion noch einen zusätzlichen Redner bekam. Und da hat man hier von Seiten der Opposition, von Seiten der FDP gesagt, nein, Horst Seehofer, der soll hier anwesend sein. Die Unionsfraktion hat es noch versucht abzuwenden und hat dem widersprochen. Aber es bestand hier in der Tat erstmal keine Chance, eine Mehrheit von Seiten der großen Koalition zu bekommen. So, und jetzt wird ein bisschen getrödelt. Das gehört hier zu diesem parlamentarischen Vorgang. Warum wird getrödelt?
Weil in dieser Zeit wird in allen umliegenden Gebäuden des Bundestages, also im Jakob-Kaiser-Haus, im Paul-Löbe-Haus, wo Abgeordnete ihre Büros haben, da wird geklingelt und das ist das Signal für die Abgeordneten. Achtung, es gibt einen Hammelsprung, kommt alle hier in den Reichstag, egal welche Besprechungen oder welche Ausschusssitzungen, die ja auch mittwochs stattfinden, ansteht. Denn wir müssen abstimmen, das ist erstmal das Signal, dann versuchen alle, die sich irgendwie in der Nähe aufhalten, hierher zu kommen und sich hier, wie gesagt, im Reichstag im Westflügel zu versammeln und dann entsprechend abzustimmen. So, also wenn ich das so recht sehe, Sie sehen einige Abgeordnete, die haben immer noch nicht der Anweisung des Bundestagsvizepräsidenten Hans-Peter Friedrich hier Folge geleistet und trödeln immer noch ein bisschen hier im Plenarsaal rum, damit also viele kommen können. Vielleicht noch einmal zum Begriff des Hammelsprungs. Das Ganze, das geht auf ein Intarsienbild zurück, das eine Szene aus der Odyssee von Homer zeigte, als Odysseus mit seinen Gefährten an Hammeln hing. Also das sah man auf diesem alten Intarsienbild, das ehemals im Reichstag hing. Und daher, das hing über einer Tür und daher kommt sozusagen dieser Name für dieses Abstimmungsverfahren, der Hammelsprung. Heute gibt es natürlich dieses Intarsienbild nicht mehr, aber die beiden Hammelsprungtüren für Ja und für Nein. Also Sie sehen, das wird noch eine ganze Zeit hier dauern. Wir bleiben natürlich hier und beobachten das und kommen dann wieder. Aber gehen wir jetzt erstmal für einen Moment zurück nach Bonn zu Stefan Kulle.